Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online, denn heute möchte ich mal über die neue Eventwoche aus GTA Online sprechen. Und die aktuelle Eventwoche, die geht jetzt noch bis zum 22. Dezember, also noch genau 7 Tage. Und außerdem wichtig, die Eventwoche, die ich euch heute zeige, ist noch dieselbe vom Dienstag, denn am Dienstag erschien ja das neue Los Santos Drug Wars Update in GTA Online zusammen eben mit einer neuen Eventwoche. Aber weil in den letzten Tagen einfach so viel Wichtiges zum Update zu berichten war, kam ich einfach erst heute dazu, die neue Eventwoche aufzunehmen. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, genug erklärt. Wieder geht los, viel Spaß dabei. Und zu Beginn zeige ich euch direkt mal das erste neue Gratisfahrzeug. Das steht nämlich aktuell im Casino auf dem Podium und dort wartet der neue Journey 2 auf uns. Ja, ihr habt euch echt nicht verguckt. Auf dem Luxuspodium des Casinos steht ein Wohnmobil aus den 90ern und ihr spart dadurch dann auch $790.000, wenn ihr es for free dreht. Und dann lohnt sich dieses Wohnmobil sogar, denn einzig und allein for free macht das Wohnmobil leider Sinn. Denn das Ding ist, es ist eins zu eins derselbe Journey wie der, den man sich, glaube ich, für $15.000 seit Beginn von GTA Online kaufen kann. Und der neue Journey, der übrigens 52 Mal so teuer ist wie der alte Journey, hat einfach keinerlei Neuerung bekommen. Okay, das stimmt jetzt nicht ganz so, der Rost wurde entfernt und es sind neue Designs verfügbar, aber das war's dann. Die Einrichtung ist noch genau die gleiche gammelige, schlecht gemachte wie von Release 2013. Man kann sonst äußerlich auch nichts verändern, also lohnt sich dieses Wohnmobil halt wirklich nur, wenn man es kostenlos aus dem Casino bekommt, und dann lohnt sich das Wohnmobil auch eigentlich nur, wenn man Breaking Bad Fan ist oder wenn man Wohnmobile mag. Okay, dann kommen wir jetzt zum zweiten kostenlosen neuen Fahrzeug und das ist der Windsor Drop und dieser steht im LS Und normalerweise kostet der $900.000, aber wenn ihr jetzt 3 Tage lang hintereinander in die Top 3 einer Straßenrennserie kommt, dann gibt es ihn für euch kostenlos. Und ja, vielleicht fragen sich gerade einige, es ist wirklich derselbe Windsor Drop wie schon vor ein paar Wochen aus dem Casino. Also auch hier wurde einfach wieder alter Content reused, finde ich jetzt persönlich aber gar nicht mal so super schlimm, denn der Windsor Drop ist einfach ein sehr schönes Fahrzeug, ist nämlich ein Cabrio, welches trotzdem 4 Personen transportieren kann, was in GTA Online halt wirklich nicht oft der Fall ist. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber es kann sein, dass dieser Windsor Drop wirklich das einzige Cabrio aus GTA Online ist, welches 4 Personen transportieren kann. Ja, Tuning-Freunde kommen beim Windsor Drop aber leider nicht auf ihre Kosten. Die müssen sogar eigentlich noch was bezahlen, denn der Windsor Drop bietet einfach wenig bis gar keine Tuning-Möglichkeiten. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir auch jetzt mal zu den neuen Fahrzeugen der beiden Autohäuser. Denn im Luxury Auto Store gibt es aktuell den Entity MT. Der ist, by the way, auch neu mit dem DLC ins Spiel gekommen. Und der Italy GTB, der ist dann aber schon alt. In Cimmerians Autohaus gibt es dann natürlich auch 5 neue Autos. Und die sind jetzt auch endlich mal sinnvoll, denn dort steht der Krieger, der Everon, der neue Journey 2, der neue Surfer Custom und der neue Anis 300, das sind halt by the way alles 3 Fahrzeuge aus dem neuen DLC. Und ihr wisst ja sicherlich auch, bei Cimmerion kann man 5 Minuten kostenlose Probefahrten machen. Wenn ihr also den Journey, den Surfer Custom oder den Anis 300R mal testen möchtet, dann macht das gerne mal im Auto aus. Machen wir auch jetzt weiter mit den Möglichkeiten, diese Woche wieder viel Geld zu verdienen. Und leider gibt es momentan nicht viele Möglichkeiten, sondern nur eine einzige, denn es gibt gerade dreifaches Geld und RP auf alle erste Dosis-Missionen, also die 6 neuen Story-Missionen des Drug Wars Updates. Und falls ihr jetzt übrigens seit Dienstag vielleicht noch kein GTA Online gespielt habt, dann wisst ihr das jetzt bestimmt noch nicht. Ihr müsst alle 6 Missionen einmal spielen und dann könnt ihr euch exklusiv den neuen Brickhead 6x6 besorgen und ein mobiles LSD-Labor in den einbauen. Ja, sonst gibt es aber keine bessere Bezahlung und auch keine Geschwindigkeitsboost oder so. Ist natürlich wirklich ein bisschen ärgerlich, aber wenn ein neues DLC erscheint, ist es eigentlich immer in den meisten Fällen so gewesen, dass dann in der aktuellen Eventwoche immer nur wenige Möglichkeiten bestehen, um Geld zu verdienen. Aber vielleicht habt ihr ja Bock auf einen Money-Boost, einfach mal so easy $200 Millionen bekommen, ist einfach möglich mit der Hilfe von meinem Partner Loot4Games. Das ist nämlich Deutschlands größter Anbieter, wenn es um Money Boost in GTA Online geht. Und falls ihr euch unsicher seid, ob das funktioniert, keine Sorge, natürlich funktioniert das, sonst würde ich es ja auch nicht bewerben. Und es gibt sogar eine Garantie für alle, die vielleicht noch Zweifel haben. Wenn euch das Ganze also anspricht und ihr neugierig seid, schaut gerne mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. So, und zum Schluss haben wir jetzt natürlich auch noch neue Rabatte in GTA Online. Die sind aber auch wieder recht überschaubar. Es gibt nämlich diese Woche auch nur Fahrzeugrabatte und keine Immobilienrabatte oder Waffenrabatte oder sonstige Rabatte, denn es gibt 30% Rabatt einmal auf den Sterling GT, dann auf den Italy GTB, außerdem auf den Gruma und auf die Buckingham Vestra. Und Freunde, bitte nicht ausrasten, aber das war's, mehr Rabatte gibt's nicht. Ja, also alles in allem ist das eine wirklich nicht tolle Eventwoche. Das LS Kamit Fahrzeug wurde einfach reused, das Podiumsfahrzeug ist halt einfach extrem langsam und bietet außer neuen Designs keine Vorteile. Die 3x Dollar und RP auf die neuen erste Dosis Missionen sind zwar cool, aber auch leider mehr nicht und deswegen auch ein bisschen wenig. Und die Rabatte sind eigentlich relativ blöd. Außer vielleicht den Italy GTB, den könnte man sich mal kaufen, aber der Rest ist wirklich Quatsch. Aber gut, deswegen würde ich jetzt einfach an dich übergeben. Wie findest du denn die neue Eventwoche? Schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt drauf. Und wenn dir das Video heute weitergeholfen hat, dann teile es mega gerne mit deinen Freunden und Kollegen. Und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.